So, wie lange verfolgen wir nun schon die Aktion, die Veranstaltung dieser Gebrüder hier? Like ever. Wir kennen die Codes, wir kennen die Requisiten, die Symbole und wir kennen die Art, wie sie vorgehen, wenn es darum geht, diese Symbole zu integrieren. Das ist immer ein wenig sneaky, aber sobald man weiß, was man da sieht, wird es offensichtlich. Und was dir diese Bilder hier, das letzte Video, zeigen können, ist, dass wir es hier nicht zu tun haben mit einer Art, hier wird nicht von Freimaurern eine Szene gebombt, sondern das ist ihre Kreation. Sie kreieren diesen Hype. Und solche Szenen wie hier, das ist Aus für die auch immer Geldgeber, Teil sondern die was ich Danksagung. gehört. Okay, er applaudiert. Ich meine, dieser Typ hier, dieser Grand Seigneur, dieser Mann von Welt hier. Ich würde wetten darauf, dass der zu irgendeiner Loge gehört und dort eine höhere Position inne hat. Kein Mensch hält seine Hand so. Das ist unnatürlich. Aber diese Position der Finger, dieses M, das ist ein klassisches Freimaurersymbol. Er kennzeichnet sich damit. Und dazu trägt er diesen Pullover. Darauf hast du den Schachbrettboden, die Dualität aus den Quadraten. Und eingewoben das Siegel des Saturn, das Grid. Das ist alles da. Und der Geehrte trägt die 33. Ich meine, was ist das hier für eine Veranstaltung? Was ist der Sportler des Jahres? Der Sportler des Jahres ist die Spitze der Pyramide. Okay, und wir sehen hier das Ritual der Verleihung dieses Titels. Und sie fotobomben diesen Event nicht, sondern sie kreieren ihn. Das ist Teil der Unternehmung. Das gehört auch dazu. Sie kontrollieren diesen ganzen Scheiß. Brot und Spiele. Ja, das wollte ich hier noch ergänzen. Okay, bis bald, ciao.